Hallo und herzlich willkommen hier auf Viorella.de. In diesem Video möchte ich ein paar Grundlagen der Elektrizität einfach mal zusammenfassen und notieren. So, das erste, was man festgestellt hat bei Elektrizität, es gibt Ladung und diese Ladung, davon gibt es zwei Arten und die sind irgendwie konträr und hat man gesagt, das eine ist positiv und das andere einfach negativ. Also haben wir positive und negative Ladung. Positive und negative Ladung. Meistens verwendet man dafür das Zeichen Plus und Minus, sehr positiv und negativ. So, dann hat man festgestellt, dass es wie beim Nord- und Südpolen der Magnete sich die positiven Ladungen und die negativen jeweils, wenn sie gleichnamig sind, abstoßen und ungleichnamig anziehen. Also ungleichnamige Ladungen ziehen sich an. Und eben gleichnamige stoßen sich ab. Das kennt er von Magneten. Er kann das jetzt nicht vergleichen mit der Gravitationskraft. Die Gravitation, da ziehen sich die Dinge nur an, aber sie stoßen sich nicht ab. Also das ist wirklich vergleichbar mit Magneten. Dann hat man gesehen, jede Art von Materie enthält Ladungsträger. Man unterscheidet das später noch in Leiter und Nichtleiter, das kommen wir noch dazu. Wenn ich eine nicht geladene Materie habe, also wenn die neutral ist, dann habe ich einfach gleich viel positive wie auch negative Ladung auf dieser Materie. Das heißt, die Ladungen gleichen sich gegenseitig aus, neutralisieren sich, wenn ich gleich viele davon habe. So, was ich nicht machen kann, ist Ladung erzeugen oder vernichten, also Ladungsträger. Erzeugen, vernichten geht nicht. Das heißt, Ladungsträger, entweder sie sind da oder sie sind nicht da. Ich kann sie vielleicht auseinanderhalten, also ich kann positiv und negativ trennen, aber ich kann nicht irgendwelche einfach aus dem Nichts erzeugen. Wenn man sich das Atom da anschaut, dann fällt man fest, dass der Atomkern die positiven Ladungen hat. Und die Elektronen außenrum negativ sind. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Atom anschaue, das ist neutral, dann habe ich also gleich viel Ladung, positive Ladung im Kern, wie ich Elektronen außenrum habe, die um den Atomkern herumschweren. Wenn ich Ionen habe, die negativ oder positiv geladen sind, dann habe ich jeweils einen Überschuss halt von positiver oder negativer Ladung, also von Elektronen oder vom Atomkern. Wenn ich mir das also überlege, also F, wir wollen einen Leiter haben. Leiter, also vor allem Metalle, Salzlösungen, Säure, Basen, die besitzen einfach freie Ladungsträger. Das heißt, da drin sind die Leitungsträger vollkommen frei beweglich. Bei Nichtleiter natürlich nicht. Nichtleiter. Was sind Nichtleiter? Zum Beispiel die meisten Keramiken sind Nichtleiter, die meisten Kunststoffe sind Nichtleiter, Glas ist ein Nichtleiter. Alle solche Dinge sind Nichtleiter und da sind einfach die Ladungsträger fix. Das heißt, da sind zwar Ladungsträger da, aber sie sind einfach nicht beweglich.
Nun, wie auch beim Magneten, beim Magnetismus, gibt es die Möglichkeit von Fernwirkungen. Das heißt, wir haben auch hier Influenz. Nennt man das hier Influenz? Heißt, wenn ich zum Beispiel, ich habe eine Metallkugel, die habe ich an einem Plastikstab, an einem isolierten Plastikstab, die kann ich jetzt zum Beispiel mit negativer Ladung aufladen, die soll also negativ sein hier, und ich bringe die in die Nähe von zwei anderen Kugeln, Metallkugeln, die zusammenhebe, also sind hier leitend verbunden, und ich bringe das in die Nähe, dann passiert es tatsächlich, dass sich ja die negativ geladenen Ladungsträger abstoßen und die ungleichnamigen sich anziehen. Das heißt, die negativen Ladungsträger verschieben sich auf die rechte Kugel und auf der linken Kugel habe ich also eine positive Ladungsträger versammelt. Und wenn ich die beiden jetzt hier trenne, dann sind die auch weiterhin danach getrennt. Die Gesamtladungsträgeranzahl bleibt natürlich gleich, ich habe sie nur verschoben auf den beiden Kugeln. Wenn ich sie trenne, habe ich also eine positiv und eine negativ geladene Konduktorkugel. In einem Stromkreis gibt es immer eine Stromquelle und eine Stromquelle macht nichts anderes als Ladungsträger zu pumpen, also in Bewegung zu setzen. Also Stromquelle, Quelle pumpt Ladungsträger. Durch den Stromkreis. Das heißt, ihr könnt es vergleichen mit einem Wasserkreislauf, da pumpt auch eine Wasserpumpe einfach nur das Wasser weiter. Das ist genauso was wie eine Stromquelle bei uns. Auch dort erzeugt die Pumpe nicht irgendwie Wasser, genauso erzeugt die Stromquelle eigentlich nicht Ladungsträger, sondern sie lässt sie nur fließen. Das heißt, als nächstes müssen wir auch eine Fließrichtung, die Stromrichtung angeben. Beim Wasser ist das klar, das fließt immer bergab. Bei uns heißt es die Stromrichtung von Minus nach Plus, also vom Minuspol zum Pluspol, und es gibt noch eine andere Stromrichtung, die konventionelle oder die technische Stromrichtung. Und das ist jetzt ein bisschen gefährlich, da muss man aufpassen. Ich gehe nicht nach umgekehrt, von Plus nach Minus. Und das Letzte, was ich euch noch sagen will, ist kurz, auch die Ladung hat eine Einheit und ein Symbol. Man sagt, das Symbol der Ladung ist Q. Und die Einheit davon wäre das Coulomb. Das schreibt man mit einem großen C. So, wie kann man das jetzt dann messen? Ein Coulomb, das wäre die Ladung von 6,24 mal 10 hoch 18 Elektronen. 6,24 mal 10 hoch 18 Elektronen. Was heißt dieses 10 hoch 18? Das heißt mal eine 1 mit 18 Nullen. Das heißt 6,24 und dann wird noch 16 weitere Nullen folgen. Das ist also eine ganz große Zahl, das sind eine ganze Menge Elektronen, sind ein Coulomb. Oder es gibt auch noch die Regel, wenn man das da einen Stromkreis bildet und das den Strom durch Wasser durchgehen lässt, dann entsteht so etwas wie Knallgas. Knallgas ist also Wasserstoff und Sauerstoff und da würde dann von 0,19 Kubikzentimeter entstehen. Das wird die andere Definition davon. Nun, danke, dass ihr reingeschaut habt. Schaut auch mal die anderen Videos an. Tschüss.